Hi Leute, willkommen zu Vampires Masquerade. Wir spielen heute mal einen Klassiker, wobei die nächste Zeit, und möchten direkt ein neues Spiel beginnen. Und ja, es ist schon ewig her, dass ich dieses Spiel mal gespielt habe. Ich habe es geliebt. Neues Spiel beginnt mit der Erstellung als Charakter. Als möchten Sie eine Reihe von Fragen zu beantworten, welcher Typ von Vampir Sie im Spiel sein möchten und das Spiel dann Ihren Charakter festlegen lassen. Direkt den Charakterdetails wechseln und dort selbst kleine Attribute. Ja, komm, mach mal. Was haben wir denn hier so? Okay. Voila. Diese Typen, ne? Der sieht halbwegs normal aus. Auch wenn ich diesen Haarübergang von dem Schwarz zum Rot irgendwie komisch finde. Tremere. Das sieht aus wie ein typischer Vampir. Der irgendwie nicht so. Können sie einmal alle angucken. Ich habe mich aber eigentlich schon festgelegt. Das Verrate. Ach, so übel kaputt aus, die Typen. Aber die sind witzig. Das sollte ich schon mal sagen. So, Makaria, Gangrel. Und Boja. Wir können nämlich hier jetzt mal gucken, was wir alles so können. Wir haben Geschwindigkeit, Stärke und Präsenz. Das sind so unsere extra Fähigkeiten, die wir haben. Und allein deswegen nehme ich die Gangrel. Nämlich Tierhaftigkeit. Man sieht dann unten zum Beispiel Stufe 1, 2, 3 und sowas. Sehnstärke und Gestaltwandel. Also ich finde diese Fähigkeiten ziemlich geil. Das, was ich bisher so gelesen habe. Und ja, wir können ein paar Punkte noch vergeben. 2 für Körperlichkeit. Oder Körperkraft, keine Ahnung. Ne, Körperkraft ist das. Körperkraft. Mehr Angriff ist wahrscheinlich gut. Geschick legt die Schnelligkeit und Beweglichkeit ins Charakter. Das heißt, Geschick erhöht ihre Begabungen. Schlösser knacken und schleichen. Und Widerstand ist Verteidigung, ne? Für einhalten, aushalten. Vielleicht Schaden durch Kugeln, Schlagstöcke ist aber ja genau. Sag mal, wie man so. Hier dürfen wir leider gar nichts machen. Und geistig kann man auch nochmal Wahrnehmung. Ein Maß dafür, wie sehr sich ihr Charakter seiner Umgebung bewusst ist. Wahrnehmung ist nötig für die Begabung, Fernkampf und Sinneswahrnehmung. Zeigt, wie gut ihr Charakter lernen, nachdenken und sich erinnern kann. Intelligenz ist sehr wichtig für die Begabung, Recherche und Einschüchtern. Und Geisteschärfe. Ein Maß für Jason und Charakters. Aha, aha, aha. Geisteschärfe verbessert die Begabung, Verteidigung und Hacken. Ich glaube, wir nehmen das mal. Talente, Handgemenge. Ausweichen würde ich gerne mal haben. Einschüchtern. Ausflüchte. Handgemenge. Das ist wahrscheinlich Angriff, ne? Fähigkeit mit bloßen Händen zu kämpfen. Das ist wichtig für die Begabung. Waffenloser Kampf. Ja. Ausflüchte, ein Master für guter Charakter seine Motive verbergen kann. Das klingt wichtig. So, Fertigkeiten. Schusswaffen, Nahkampf, Sicherheit, Heimlichkeit. Der Charakter ist sich leise und unentdeckt zu bewegen. Das können wir mal nehmen. Nahkampf und was, Sicherheit. Kenntnis der Charakter bezogen auf Schlösser und Sicherheitssysteme. Sicherheit ist nötig für die Begabung Schlösser knacken. Machen wir erstmal das. Und Kenntnis der Computer, Finanzen, Nachforschung, akademisches Wissen. Motivationen zu diskret und neue Fähigkeiten zu erlernen. Erhöht die Begabung, Recherche und Überreden. Das nehmen wir mal. So, wir können noch eine Fähigkeit verbessern. Ich würde sagen, die Tierhaftigkeit. Rahmen der Nacht. Rahmen setzen das Opfer kurzzeitig außer Gefecht. Jede Handlung gegen das Opfer zerstreut den Schwarm und beendet den Effekt vorzeitig. Ein Knochen, zermalmender Käfer, fliegt was auf Opfer zu, gräbt sich tief in dessen Körper und verursacht Schaden. Was macht 10 Stärke überhaupt? Zusatzpunkt für Absorption. Aha, ein Blutpunkt für Aktivierung. 2 Punkte, 3. Aha. Und Gestaltwandel. Da werden wir zu einer Bestie und richtig fett zuschlagen. Aber ich nehme erstmal hier diese Fähigkeiten. So, noch sind wir ja relativ menschlich, was unsere Menschlichkeit angeht. Wir können richtig unbeliebt werden und dann hassen uns die ganzen Menschen. Ja, einfach mal starten. I want to show you something. Ah!
sind wir direkt hinüber. Super. Good evening. My fellow kindred. My apologies for disrupting any business or interfering with prior engagements you may have had this evening. It's unfortunate that the affair that gathers us together tonight is a troubling one. We are here because the laws that bind our society, the laws that are the fabric of our existence, have been broken. As prince, I am within my rights to grant or deny the kindred of this city the privilege of siring. Many of you have come to me seeking permission, and I have endorsed some of these requests. However, the accused that sits before you tonight was not refused permission. Indeed, my permission was never sought at all. They were caught shortly after the embrace of this child. It pains me to announce the sentence, as up to tonight I considered the accused a loyal and upstanding member of our organization. But as some of you may know, the penalty for this transgression is death. Know that I am no more adjudicator than I am a servant to the law that governs us all. Let tonight's proceedings serve as a reminder to our community that we must adhere to the code that binds our society, lest we endanger all of our blood. Forgive me. Let the penalty commence. Which leads to the fate of the ill-begotten progeny. Without a sire, most child are doomed to walk the earth never knowing their place, their responsibility, and most importantly, the laws they must obey. Therefore, I have decided that... This is bullshit! If Mr. Rodriguez would let me finish. I have decided to let this kindred live. They shall be instructed in the ways of our kind and be granted the same rights. Let no one say I am unsympathetic to the plights and causes of this community. I thank you all for attending these proceedings, and I hope their significance is not lost. Good evening. Da hat Rodrigo uns aber gut gerettet. Your sire, tragic, my apologies. But you see, there is a strict code of conduct that all of us must adhere to if we wish to survive. When someone, anyone breaks these laws, they undermine the well-worn fabric of our centuries-old society. Understand my predicament. Allowing you to live makes me directly responsible for your subsequent behavior. So, what I'm offering is not generosity, but the opportunity to transcend the fate woven by your sire. This is your trial. You will be brought to Santa Monica. There, you will meet an agent by the name of Mercurio. He will provide the details of your labor. I've shown you great clemency. Prove it was more than a wasted gesture, fledgling. Don't come back until you do. Good evening. Wir wurden nur am Leben gelassen, wegen Rodriguez. Nutzen Sie die Maus, um sich umzusehen. Mit dem Mauszeiger. Mit den Bewegungstasten können Sie sich fortbewegen. Schalten Sie zum Ego- und Außenperspektive mit der Maustaste Y. Wow, invertierte Maus, das ist schon mal ganz schlecht. Da müssen wir kurz in die Zone gehen. Maus umkehren aus. So, okay. Das ist richtig sinnlos. Ich weiß nicht, wer sich sowas jemals ausgedacht hat, aber schon besser. Irgendwie ist mir das noch ein bisschen zu schnell. Können wir die Mausgeschwindigkeit noch ein bisschen einstellen? Empfindlichkeit ein bisschen runter. So. Ja, schon ein bisschen besser. So, kann ich mit dem reden? What a scene, man! Hooey! Then it just plop you out here like a naked baby in the woods. How about that? Ah, look, kiddo. It's
probably a lot for you to take in, so, why don't you let me show you the ropes? What do you say? Yep, mach mal. I'm Jack. What's important is I'm offering help. You make it back from Santa Monica with your hide and we'll trade life stories, okay? Till then, I got about this much time. You in or out? Okay, wir bräuchten Hilfe. Ich habe nicht viel Zeit, erklären Grundlagen. Ja, wir lassen uns mal alles erklären. Why don't we, step out back here? Das gefällt mir draußen. Jetzt habe ich dieses Theater hinter mir. Christ, it's stuffy in there, huh? This is much better. Now, we ain't got much time, but I figure somebody should fill you in on the bare bones stuff at least. You know, could save your hide. You look wobbly. You even had a drink yet? Oh man, we're popping a cherry here! Ha ha ha! Ah, you're gonna love this. Alright, check it out. Blood, it's your new rack of lamb, your new champagne, blood, your new fucking heroin, kid. Get ready though, cause hey, it's never as sweet as the first time. Well, down around the corner there, I saw this human. Poor SOB can't find his car. Alright. Go down there, casual like. You creep up on him, you bare those little fangs and feed. Don't worry if you weren't captain of the wrestling team or something, because it'll come so naturally you think you've done it 1,000 times already. Wird dann auch zum Vampir? Das war vielleicht eine Nacht, ich brauche einen Drink. Wir fragen ihn erstmal. Forget that comic book crap, kid. It don't work that way. Now go for it. Be sure, though, and this is important, so listen up. Be sure not to drain them dry, okay? It might be hard to resist, but don't kill them. Okay. Auftragsbuch aktualisiert. Dies ist ihr Blutvorrat. Rechts. Blut ist der Treibstoff ihrer vampirischen Kräfte oder Disziplin. Wenn ihr Blutvorrat gering ist, müssen sie ihn füllen. Menschen sind in den meisten Bereichen des Spiels eine üppige Blutquelle. Einer befindet sich direkt in der Gasse. Okay, in der Gasse. Will ich eigentlich auch was machen? Nö. Wenn Sie von Menschen trinken, füllt sich Ihr Blutvorrat. Nähern Sie sich Ihrem Opfer und drücken Sie die Trinkentaste, Standard F. Mhm. Wenn Sie nah genug sind. Es ist wichtig, dass keine anderen Menschen beobachten. Oh, ja. Wie Sie Menschen trinken. Ja, macht Sinn. Sobald Sie von einem Opfer trinken, erscheint diese Anzeige. Okay. Sie stellt den Blutvorrat Ihres Opfers dar. Sie sollen aufhören zu trinken, bevor der Blutvorrat des Opfers leer ist und es stirbt. Drücken Sie die Trinkentaste erneut, F, um den Trinken aufzuhören. Hallo. Zack. Schön leer, sagen die Typen. Und unser Blutvorrat, ja, wir hören auch mal vorher auf. Blut ist voll. Sieht ein bisschen benommen aus. Gut, lass mich leben. Yeah. Ah, yeah. Hell yeah, you're feeling it. I can see it in your eyes. You're a born-again predator. Feeling that blood bubbling inside you, lifting you up. That's it, kid. That's what it's all about right there. Na toll, wann kriege ich meinen Umhang? Darf ich mir auch eine Farbe aussuchen? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, aber ich fühle mich gut. Zwei. Alright now, you got the blood, you're feeling all kick-ass, feeling better than your best day living, but wait, it gets better. All kindred, kindred, that's a our word for vampire. All kindred have a few things in common. Things that set them right square above humans on the food chain. Okay. Like sharper senses, a body that can take a beating, and if you play your cards right, eternal life. That's no sure bet, but still, a chance at immortality is not a bad deal. And that's just for starters. Fringe benefits for joining the club. Aber werde ich ewig leben? Well, you can still be destroyed, but forget the books and the movies. Garlic? It's worthless. A cross? Pfft, shove it right up their ass. A steak? Only if it catches you in the heart, and then it just paralyzes you. Running water? That's no problem. I bathe. Occasionally. Now, the shotgun blast to the head.
Oh, that's trouble, boy. Fire? That's real trouble. Sunlight? Well, you catch a sunrise and it's all over, kiddo. Get it? Okay, Feuer, Sonne und Schrottflinten. Okay, now. Klar. Unten auf dem Bildschirm befindet sich das Benutzensymbol. Okay. Und dieses Symbol erscheint, wenn Sie diesen mit einem Objekt interagieren können. Drücken Sie dazu die Taste E. Das Benutzensymbol ist kontextsensitiv. Das bedeutet, es sieht je nach Objekt und das benutzt werden kann anders aus. Genau. In diesem Fall öffnet sie eine Tür. Zack. Ah, man merkt das Spiel schon ein bisschen älter. Drücken Sie die Springtaste der Taste, um auf Objekte zu gelangen. Springen Sie auf die Kisten an der Wand, um auf die Empore zu gelangen. Kisten? Ja. Ups. Oh, Dietrich. Ihre Begabungen sind Kombination ihrer verschiedenen Fähigkeiten und Attribute. Je höher die Punktzahl einer bestimmten Begabung, desto besser sind sie in den Bereichen, die von ihr beeinflusst werden. Sinneswahrnehmung ist eine Begabung, die ist die Kombination aus Wahrnehmung und Nachforschung. Sie ermöglicht es ihnen, verborgene und geheime Dinge zu sehen, zum Beispiel den Dietrich auf der Kiste vor ihnen. Ihre Begabungen sehen sie auf der rechten Seite der Charakterdetails. Bestimmte Objekte in der Welt können Sie aufnehmen. Können Sie ein Objekt aufnehmen? Erscheint dafür ein Benutzensymbol, wenn Sie dicht genug dran sind und das Fadenkreuz in der Mitte des Bildschirms darüber liegt. Drücken Sie Benutzen-Taste E, um Dietrich zu nehmen. Ja, Standard. Stand ein, Dietrich. So, Y war Riegel. Jetzt, wenn ich schlagen, gehe ich automatisch in die Außensicht. Dumm. Naja. Okay, ich darf nicht durch. Come down here. Stay away from the window. Ich sehe nichts. Oh, it's a Sabbat raid. Sabbat? They're, Christ, I was going to spare you this shit till later. Sabbat? Well, they're mostly mindless, bloodthirsty assholes. That's all you need to know for now, alright? Sabbat got wind of the gathering here, so they figured they'd raise a little hell and put a little heat on the new prince. Prince for fun? No time for political rundown. Job one, get out of here alive. Sabbat might be mindless, but they hit like a Mack truck, like raging savages. Nothing a fledgling like he wants to mess with. Okay, was soll ich machen? Shh, heads up. Back away. Wer weiß. Stark zu sein. Sabbat bastards. All right, we gotta vamoose out the back quick. I'll stay and keep a watch out. You get us into the office. The door's around the corner here. Okay. Um ihr Auftragbuch aufzurufen, drücken Sie die Aufgabenbuch. Ach, Auftragsbuch-Taste. L für Logbuch, okay. Das Auftragsbuch beinhaltet Informationen zu Ihren Aufträgen sowie Notizen und Instruktionen, die Sie benötigen, um die Aufträge auszuführen. Jetzt finden wir eine eigene Perspektive. Du stehst also rum. Können wir mit dir reden? Go on. I'll be right here. Oh. Go on. Darf aber nur noch mal mit dir reden. Gut, dann machen wir hier erstmal fürs erste Schluss. Wir haben ja ein neues Leben gekriegt und haben gesehen, der Typ da draußen ist ganz schön heftig gewesen. Wobei er ist schon wieder weg. Naja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, wir sehen uns. Ciao.